Nach dem Hype-Einkauf, nach der Trade Desk, schauen wir uns jetzt mal Block, formerly known as Square, an. Auch das war eine extrem gehypte Aktie und die haben sehr stark verloren. Aber auch die haben ein Geschäftsmodell, das meiner Meinung nach sich durchaus sehen lassen kann und einen echten Mehrwert bietet. Insofern auch eine interessante Aktie. Herzlich willkommen. Momentan geht es nicht um Dividendenaktien, sondern es geht jetzt, Abwechslung muss sein, um die gefallenen Tech-Hyper oder wie auch immer die bezeichnen mag. Weil ich finde mal ganz interessant, wenn wir jetzt beispielsweise hier mal in das Aktienanalyseverzeichnis reingehen von der Community, da sieht man auch, übrigens noch Black Friday Sale, so, da sieht man auch hier, dass The Block hier stark gecovert worden ist, die Aktie, also im Jahr 2020, 2021, dann sehen wir hier bis Mitte 2022 und dann war Schluss. Und das ist jetzt also seit über 15 Monaten, gibt es aus der Community keine Analyse mehr dazu. Und das zeigt einfach, dass die breite Masse quasi das Interesse daran verloren hat an der Aktie. Aber vielleicht ist ja jetzt der Zeitpunkt gekommen, um in die Aktie einzusteigen. Gucken wir das Ganze mal an. Natürlich an der Stelle keine Kauf- und keine Verkaufempfehlung. Also Block, die Aktie, um die hier geht's. Und mal hier, dass das andere weg ist. Und was machen die überhaupt? Ihr kennt wahrscheinlich diese, oder vielleicht diese anekdotischen Erzählungen, aber die lasse ich jetzt mal weg. Es geht einfach darum, dass man kleinen Händlern das Leben leichter machen möchte, indem sie nicht nur Bargeld akzeptieren können, sondern auch Kreditkartenzahlungen. Da war der Ursprung und von da kam auch dieses kleine Dongle da, was man ans Handy stecken konnte, ans iPhone oder an sein Android-Gerät. Und dann konnte man damit Kreditkartenzahlungen als Händler entgegennehmen. Auf jeden Fall ein toller Mehrwert. Mittlerweile sind mehr als 4 Millionen Händler, Kunden oder integriert in das Ökosystem von The Block und bietet Block mehr an als nur das Bezahlen über Kreditkarte. Es gibt dann auch Controlling, Marketing, man kann Kredite vergeben und es gibt sogar Personalmanagement, also wenn man auch eine Konkurrenz sozusagen zu Automatic Data Processing, nur halt für ganz kleine Unternehmen. Man kann, und wenn man jetzt in die Segmente reinschaut, hier, dann sieht man im Prinzip, dass es zwei große Segmente gibt, ein blaues und ein grünes. Und das blaue, das ist Square, das heißt Square. Und das ist eben dieses klassische Segment, wo die Händler der Kunde sind. Dann haben wir noch ein anderes Segment und das heißt The Cash App. Und The Cash App ist eine App für die Endbenutzer, das heißt also für die Verbraucher, für die Konsumenten, Käufer. Und was man damit machen kann, man kann Geld damit versenden, man kann sparen, man kann investieren, also man kann damit Aktien kaufen oder auch Bitcoins, also Kryptos zum Beispiel, man kann Kredite aufnehmen und man kann sogar seine Steuererklärung damit machen, zumindest in den USA. Und die Cash App ist sehr beliebt, hat 54 Millionen plus Monthly Average Users, wir kennen ja die Kennzahl beispielsweise auch von Meta, das ist auch eine wichtige Key Performance Indicator bei Software, Daily oder Monthly Average Users, also 54 Millionen plus, ist sehr beliebt. Und was jetzt Block macht, die versuchen das Ganze miteinander zu verzahnen, sodass zum Beispiel, wenn du über die Cash App kaufst bei dem Händler, der über Block bezahlt, dass du dann zum Beispiel einen Rabatt kriegst oder sowas. Und die haben da schon einen schönen Bookrab mittlerweile aufgebaut. Und das Ganze macht also Sinn. Wenn wir uns aber jetzt die Performance von der Aktie angucken, dann tut das richtig weh. Von 280 US-Dollar auf unter 60 US-Dollar gefallen, trotz der jüngsten Erholung. Kursverluste von knapp 80%. Selbstredend schüttet auch The Block keine Dividende aus. Und der aktuelle Aktienkurs ist im Prinzip der mit den 59 US-Dollar, wo wir mehr oder weniger angefangen haben. Da waren wir beim ersten Handelstag bei knapp 64 US-Dollar und dann ging es nochmal runter auf 50 US-Dollar. Tja, außer Spesen nichts gewesen soweit. Wie hat sich denn im Qualitätscheck entwickelt? Da sieht man, dass es aber deutlich besser gelaufen ist. Aus einem Verlust wurde ein Gewinn von 1,56 US-Dollar. Auch in diesem Fall liegt der Unterschied zwischen bilanziertem und bereinigtem Gewinn in erster Linie an den Aktienvergütungen. Den operativen Cashflow hier, man sieht, man orientiert sich aber auch am bereinigten Gewinn. So ähnlich wie das, was ich bei der Trade Desk gemacht habe, zum kleinen Prüfen, zum Schnellprüfen quasi, ist soweit alles in Ordnung.
Wenn wir ein bisschen weiter runter scrollen, uns mal so die operative Marge insbesondere angucken, das ist beispielsweise nicht so wie bei The Traders, die ist zwar deutlich niedriger, liegt bei 2,5%, sondern kann negativ ganz kurz werden, bevor sie sich dann wieder erholt und sich zu neuen Größen aufschwenkt. Aber ist halt ein anderes Geschäftsmodell. Man zwackt hier halt deutlich weniger ab als The Trade Desk bei den Werbeeinnahmen. Ich sollte die The Trade Desk Analyse wahrscheinlich auch noch verlinken. Da oben oder irgendwo in dem Video oder unten in der Videobeschreibung verlinke ich das Ganze. Und ist halt ein anderes Geschäftsmodell, wo die Margen halt niedriger sind. Dafür sind sie stabiler als bei The Trade Desk. Umsätze steigen schön. Was man hier sieht, ist erst zunächst einmal, was auffällt, wahrscheinlich ist der hohe Goodwill. Kommt zustande durch Afterpay, was man erworben hat. Man hat sie erworben, insbesondere oder ausschließlich durch die Ausgabe neuer Aktien, sprich durch Eigenkapital, durch Verwässerung. Wenn man hier, das sieht man hier, die Verwässerung von 14 Cent US-Cent pro Aktie vom Gewinn beispielsweise im Jahr 2022. Dadurch kommt ein Teil wenigstens hier des Gewinnrückgangs zustande. Der hohe Goodwill ist jetzt relativ hoch. Afterpay war ein australischer Zahlungsdienstleister, mit dem Buy Now, Pay Later unter anderem ermöglicht wurde und was auch dazu dienen soll, diese zwei Welten zwischen Händler und Konsumenten, also Cash App und Square, die beiden Segmente miteinander besser noch zu verzahnen. Also strategisch aus meiner Sicht ja, durchaus Sinn. Der Goodwill ist zwar relativ hoch, aber die Bilanz ist trotzdem relativ, also ordentlich, denn wenn wir hier schauen, sehen wir auch hier, dass faktisch wir schuldenfrei sind. Die liquiden Mittel übersteigen die zinstragenden Schulden. Und schön ist auch hier, es bleibt auch immer noch ein bisschen was über, dank eines positiven freien Cashflows. Insofern eine solide Bilanz und ein solides Geschäftsmodell. Jetzt wäre es mal interessant, was die Bewertung sagt. Und hier sehen wir, anders als bei The Trade Desk, tatsächlich, dass die Aktie jetzt relativ günstig bewertet scheint. Hier ein KGV mal um die 30. Wir haben schon KGVs gehabt von über 100, 150 bis 200 plus. Das war natürlich schon relativ heftig. Und wenn wir hier mal schauen an der Prognose, dann sollte das KGV fallen bis Ende 2026 auf einen Wert von 12. Also so günstig war die Aktie nie. Wenn man mal den Cashflow reinnehmen, dann haben wir hier ja ein ähnliches Bild. Übrigens, noch so am Rande, bei der Bilanzierung muss man ein bisschen vorsichtig sein. Nicht bei der Bilanzierung, sondern wenn man sich den Umsatz und die Margen anschaut. Denn bei Block, die zählen die Bitcoin-Umsätze ihrer Kunden über die Cash App als Umsatz mit rein. Und das verzerrt natürlich alles extrem. Das heißt, die Umsätze sind dann zu hoch und die Margen sind zu niedrig. Das hätte ich vorher noch erwähnen sollen. Die Margen wären nämlich eigentlich höher, wenn man die Bitcoin-Umsätze rausrechnen würde. Man sieht hier bei den Segmenten die operative Marge. Hier, die sind deutlich höher. Also insofern muss ich das, was ich vorhin gesagt habe, ein bisschen revidieren mit den niedrigen Margen. So, jetzt gehen wir mal hin und versuchen mal die Aktie zu bewerten. Das kann man machen, sowohl über den Bereichengewinn als auch über den operativen Cashflow, der ja sehr ähnlich verläuft. Wo haben wir den jetzt? Den hätten wir hier. Ich mache es mit dem bereinigten Gewinn und da holen wir uns hier den fairen Wert rein und zoomen mal ein bisschen hier hinein. Und das sieht man deutlich hier zunächst einmal, dass der hier eine Überbewertung hatten, dass die Kursverluste dramatischer sind, als es sich anhand des bereinigten Gewinns erklären lässt, weil der ist leichter zurückgegangen und da sollte der Fairwert eigentlich weiter runter. Und dann haben wir hier ein extremes, enormes Wachstumspotenzial bzw. faire Werte, Renditepotenzial. Wir haben hier einen Aktienkurs von 59 US-Dollar und wir hätten jetzt schon einen fairen Wert auf die letzten 4 Quartale von 194, 195 US-Dollar. Und nochmal kurz zur Anmerkung, die Aktie war ja schon deutlich teurer in 2021 und in 2020 sogar, Ende 2020. Jetzt würde ich natürlich nicht für bare Münze nehmen, dass wir hier einen fairen Wert haben, der so extrem orbitant steigt, weil wir haben hier im Schnitt ein KGV von 125.
weil eben die Aktie teilweise so extrem hoch bewertet war. Gucken wir uns jetzt mal jetzt müssen wir also erstmal hier einen Job machen, das KGV so weit zurechtzustutzen, dass wir sagen, das ist jetzt so weit realistisch. Da kann man sich das Leben einfach machen und relativ konservativ sagen, ich nehme einfach das KGV, mit dem aktuell die Aktie bewertet ist und schaue dann, was ich für ein Renditepotenzial bekomme. Mache ich jetzt einfach mal. Da haben wir hier den fairen Wert, hier 59 und hier 59 US-Dollar, der Aktienkurs. Und dann schauen wir mal hier, was wir für ein Renditepotenzial hätten. Da gehen wir aufs Jahr von einem Renditepotenzial von 43%. Okay, und das ist ja schon relativ konservativ geschätzt, wenn man so will. Man könnte jetzt sogar noch weiter runtergehen, beispielsweise auf 30 und hätte dann immer noch ein Renditepotenzial von 33%. Das ist natürlich immer unter der Voraussetzung, dass das Gewinnwachstum das ist, an dem sich der Markt orientiert, also der bereinigte Gewinn in dem Fall, erstens, und zweitens, dass der Gewinn auch so steigen sollte, wie man es hier sieht, anhand der Analysten geschätzt. Wie viele Analysten waren denn das hier in den Jahren? 40, 40, 31, und dann hier sind es nur noch 8, also die wird sehr stark gecovert. Was man hier aber auch sieht, ist, dass die Spanne relativ groß ist. Wir haben hier zum Beispiel für das Jahr 2024 eine Spanne zwischen 1,68 und 4 US-Dollar zwischen den Extremen. Und wir benutzen hier den Median, der liegt bei 3 US-Dollar 4. Also es gibt Analysten, die liegen deutlich drunter, es gibt auch Analysten, die liegen drüber. Und insofern müssen wir halt mal schauen. Es kommt halt darauf an, dass du dich mit dem Geschäftsmodell, dass du an das Geschäftsmodell glaubst, dass du davon überzeugt bist. Und das ist bei Aktien immer eine Grundüberzeugung, nein, eine Grundvoraussetzung, dass man in diese Aktien, überhaupt in Aktien investiert. Aber gerade bei so Tech-Aktien, die so extrem volatil sind, ist noch mehr eigene Überzeugungsarbeit quasi notwendig. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Nach The Trade Desk ist auch Block eine dieser Aktien, die aus meiner Sicht kein Luftschloss sind, sondern wo das Geschäftsmodell durchaus Sinn macht, wo auch die Fundamentaldaten so weit überzeugen, dass ich jetzt schon sagen würde, ja, in so eine Aktie kann man investieren, wenn es denn in die eigene Anlagestrategie passt. So, das war mein Video zu Block und mal gucken, was man so noch an Technologieaktien, interessanten Technologieaktien über den Weg laufen. Du kannst mir gerne helfen, schreib einen Kommentar rein, was du gerne noch gecovert haben würdest und vielleicht nehme ich mich dem ja dann mal an. Dann danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Ciao.